Ich grüße euch, meine Freunde. Da bin ich wieder. Hier von der Wüstenbaustelle aus der Nekropole, die so langsam einen entsprechenden Rahmen bekommt. Und ja, da können wir also bald mal, was will ich jetzt sagen, die ganze Zeit? Na, jedenfalls bald mal loslegen mit der richtigen Richtung und so. Irgendwie bla ich gerade rumgeblubbt. Blubbere ich gerade irgendein Bla herum. Wie es scheint. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte hier noch die Fäden dazu, die Knochen hier dazu. Falls ich welche hier brauche. Und den Rest kann ich nämlich mal ins Lager bringen. Kann ich hier sonst sowas ins Lager bringen von? Ne, das ist alles meins. Jetzt haben wir wieder dieses Problem. Jetzt wieder ein Stück rennen wegen Monstergefahr. Mann! Jetzt. Ja, die Nähe zur Pyramide ist dann doch schon sehr monsterlastig. Ach, da unten ist noch mein Wegpunkt. Aber das Erste, was ich jetzt machen wollte, war tatsächlich mir ein Schild schnappen. Und einmal Richtung Lager schnell zurückreiten. Hier samt dann kurz hier rein. Gleich mal bei den anderen schnell vorbeischauen, was da so los ist. Jenseits dieser Abbauhügel hier. Was so passiert. Naja, da kann man doch jetzt schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie das hier aussehen wird. Es ist noch ein langer Weg, es ist noch ein verdammt langer Weg, aber wir haben zum Glück auch noch ein bisschen Zeit. Aber es sind ja noch die ein oder anderen weiteren Aufgaben, die ich hier wahrnehmen möchte. Und insofern alles nichts gegen die Pracht, wie dieser Palast sich entwickelt. Das ist, da wird mir immer ganz anders, wenn ich das sehe. Nach dem Motto, warum kriege ich das nicht so hin? Hier haben sie auch schon große Abbaugebiete. Ja, und ich denke mal hier, das ist der passende Platz dafür. Hier kommt die Steakbraterei. KKSB. KKL Steakbraterei. Mit so tollen Steak-Varianten wie dem Big Steak und dem Steak Royal und dem 1966er. Der Stadtschreiber wird wissen warum. Und ja, also was. Habe ich mir so gedacht. Keine Ahnung, wo ich diese kreative Leistung herhole. Wirklich nicht. Echt, keine Ahnung. So. Ja, hier ein paar Fäden kann ich noch mitlassen. Dann kann ich auch gleich mal bei der Essensbude vorbeischauen. Ich habe nämlich gar nicht mehr so viel zu essen. Hier sind Pfeile und Bögen. Da, alles schön rein da. So ein paar Bögen. Bei mir da rumfliegen. Da, ein paar Tintensäcke. Redstone? Warum habe ich einen einzelnen Redstone eingesteckt? Hier zu dem ganzen anderen, den habe ich doch hier alles schon hingeschleppt gehabt. Vermutlich nicht nur ich. So, da. So, ich gucke mal, ob irgendwas Schönes im Kühlschrank liegt hier. Ah, nicht so viel. Nicht so viel. Hammel, Lachs. Oh, Hähnchen. Ich nehme mal wieder Hähnchen. Kommst du da mal bitte runter? Ist nicht gesund für uns beide nicht. So, ich habe erst ewig gesucht, wo ist denn hier die Zutatenkiste? Das ist hier. So. Also Stadtschreiter, vorne kommt dann die große Steakbraterei-Filiale hin. Für die Gäste des unglaublichen Kolosseums, was wir hier schon sehen. Was für ein Wahnsinnsbau. Den nehme ich jetzt wahrscheinlich doch nicht wirklich irgendwelche Aktien dran haben werde. Da habe ich mein eigenes Projekt noch so lange beschäftigt. Boah, sieht das. Das hätte ich auch gar nicht so hinbekommen, davon mal ganz abgesehen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das hätte bei mir wieder viel zu ordentlich anders, simpler ausgesehen, wie auch immer. Für mich ist sowas wie eine Pyramide wahrscheinlich das Richtige. Und ab. So, dann packen wir den hier mal rein und die Stöckchen mal hier oben hin. Die Axt kann ich eigentlich auch mal kurz. Ja, die kann in meine persönliche Ausrüstungskiste hier gehen. Das ist doch schon wieder. Ich höre sie doch schon wieder überall. So, dann die brauchen hier nicht drin rumliegen. Hier haben wir mal einen Schwung mit hier so. Nicht ganz so großen Schwung. Habe ich da mal was rausgenommen oder noch nicht so viel reingelegt? Sieht irgendwie ungewöhnlich aus. Die Zusammensetzung dieser Kiste. So. Eine Werkbank wollte ich nämlich mitnehmen, damit ich hier oben drauf kann auf die Mauer. Auf die Mauer, auf die Lauer. Diese Treppe hat nichts zu sagen, das ist jetzt nur tatsächlich einfach nur. Hier kann ich hochgehen, Treppe. Hier kann eigentlich auch schon jeweils eine Feuerschale rein. Ja. So eine gute Idee. So zu Füßen, oder? Habe ich nur noch 64 Nethersteine? Ja, muss ja so sein. Und mein Feuer, ich hatte doch irgendwo ein. Das habe ich doch gerade gesehen. Ein Feuerzeug, wo war es denn? Da vielleicht? Ah, da ist es. Da ist es ja. Und sonst alles nur. Wo kommt denn der her? Der denn her? Kleine Gerner. Das wird mit Sicherheit nicht reichen, dann werde ich bestimmt nochmal. In the Nether müssen. So. Wie machen wir's? So nicht. So schon mal nicht. So, das ist. Ja, hier kann dann eigentlich auch noch irgendwas hin. Irgendwas drauf, irgendwas Schickes. Da muss ich mal überlegen. Aber hier machen wir wahrscheinlich wirklich einfach wieder die typisch emeraldische Zinne. Wirkt für Qualität und die ist beliebt. So mal von. Ja, ist die Frage, ob man auf der Innenseite überhaupt noch irgendwas dann hinmacht oder ob man das dann einfach so lässt. Das ist eigentlich ganz cool, dass man die Flammen da auch nur so ein bisschen lodern sieht und gar nicht so groß. Ich glaube, das gefällt mir. Das macht ein bisschen was macht das her. Ja gut, ich kann das jetzt hier. Nee, Blödsinn. Da müssen wir gar nichts machen. Wir können hier in so eine Abschlusskante dann draufsetzen aus Halbstufen.
Wenn es nicht ganz so nackt ist, aber... Muss man eigentlich nicht. Ich mach's jetzt aber trotzdem so. Soll ich auch noch einfach Feuer dran machen? Nee. Da lassen wir noch irgendwas anderes für einfallen. Oder vielleicht fällt euch hier irgendwas ein, was man hier noch draufsetzen kann. Da, wir müssen da nichts draufsetzen, ne? Das ist jetzt nur so ein... Man könnte. Gute Stelle für eine Werkbank eigentlich. So. Davon brauchen wir viel. Wie gesagt, dieser ganze Innenraum, der wird halt noch mit entsprechenden kleinen Gräbern, kleinen Pyramiden gefüllt werden. Das ist also alles noch längst nicht fertig. Das Schöne ist, jetzt kann ich hier oben ein Bett aufschlagen. Da sollten doch wohl keine Monster im Weg sein. Wenn er jetzt hier auch noch sagt, Monster in der Nähe, dann raste ich aus. Du kannst nur nachts schlafen, du dämlicher Trottel. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ja, 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 ich weiß. Ich weiß doch, ich weiß. Dämlicher Trottel bin ich, wenn ich das hier verpasse. Aber 22 mit Haltbarkeit 3, noch 22 Schläge, also das ist im Prinzip 66 Schläge. Wenn ich jetzt nicht gerade so Massenabrisse mache, dann kann ich das Ding noch gut für diese kleinen Korrektur... Wegreißer hier verwenden, ohne da in Probleme zu kommen. Und mal gucken, vielleicht fange ich auch schon morgen mit euch mit den Anubis-Dingern an und wir haben das ganze Wochenende für die Steakbraterei. Das ist vielleicht sogar günstiger. So, auch hier. Hier kann man das auf der anderen Seite dann sehen, wo es lang gehen wird. Also in die Richtung nicht so einen großen Abstand. Der Hauptteil dieser Nebenpyramiden kommt dann also hier hin. Und hier dann so eine Art Hafen und dieser ganze hintere Teil, der bleibt frei. Ja, und das hier ist alles noch Platz für die Sklavenstätte. Und die große Sphinx natürlich. Die wohl doch außerhalb der Totenstadt dann sein wird. Mal schauen, ich bin noch nicht hundertprozentig entschieden, was das angeht. So, dich nehme ich wieder mit. Danke. Habe ich denn noch? Ja. Die werde ich brauchen und die werde ich brauchen. Also so, dann so, dann so, und so, und so, und so. Helden-Epos-Musik. Und dabei setze ich doch hier nur Stufen hin. Aber ich setze sie sehr heldenhaft. Das möchte ich bitte im nächsten Bericht auch hören.
Zordon setzte heldenhaft die Zinnen. Oder sowas. Das ist ein harter Kampf, wie man hier sieht, weil ständig verklicke ich mich ja doch. So. Nee, so ist besser. Und doch kriege ich es immer wieder falsch hin, das ist erstaunlich, also... Erstaunliches geprahlt, also... Wir machen jetzt mal... So, wie gesagt, ich gewöhne mich auch immer noch an die neue Maus, die ich hier in Verwendung habe, die ist ein bisschen... Also das ist eine Gamer-Maus extra, meine erste, die war nicht teuer oder sowas. Aber so richtig schlecht ist sie nicht, sie ist ganz im Gegenteil, die ist eigentlich... Ist sehr, sehr empfindlich und das ist das, woran ich mich noch gewöhnen muss. Die andere, die war das nicht unbedingt. Sei doch nicht so empfindlich, meine Maus. So, dann kann ich euch nämlich bald diese Frontseite hier präsentieren. Nee, fange ich von da an, ist besser. Ja, och Manu. Misti Pupsi, Kaki. So. Dann gibt's hier jetzt wohl auch einen Aufgang. Da schaust her. So. Ich könnte das jetzt korrigieren. Ich kann's. Mann. Ach, dann lass ich so, ist auch egal. So jetzt. Ich gar nicht so schlecht. Muss ich mich wenigstens ein bisschen dazu bewegen und auch mal eine Runde springen und nicht immer nur so voll da hochlatschen, ne? Genau. Das war jetzt aber nicht so gut. So dann, das war jetzt auch nicht so eine Ideallösung oder so. Ja, stimmt. Aber der Eingang ist ja zum Glück um die Ecke. Da rennt er die ganze Zeit umeinander. So Idiot ist das. So Depp. Das ist jetzt so, wie es ist. Es ist nicht ideal. Und ich sollte mit dem Wiener Dialekt aufhören, sonst fühlen sich die ganzen Freunde aus Wien, sowohl hier von Servar als auch in der Community, noch veralbert. Aber das ist nicht so gemeint. Das geht einfach manchmal mit mir durch, so Dialekt reden. Ich komme schließlich aus einer relativ dialektfreien Gegend hier. Also wenn ich nach Dialekt klinge, dann ist es immer nur irgendeiner, den ich gerade imitiere.
Deswegen kommt es noch darauf an, mit wem ich zuletzt gesprochen habe. Habe ich eher mit so einem Nordlich gesprochen oder so, dann ist das so ein bisschen mehr so in Richtung Hamburg, ne? Und war ich bei meinen Freunden in Sachsen-Anhalt, dann hat man das halt so ein bisschen da mehr drin. So. Das war jetzt Absicht und ich will mal gucken. Ja, das Ding ist, selbst wenn ich das da jetzt verkleinere und hier breiter mache. Wir können das mal checken, ob das ein bisschen besser aussieht, wenn ich das hier, also hier quasi verdoppele. Wie ich jetzt gerade auch feststelle, sind das hier ja Vollblöcke, dann bräuchte ich gar nicht die Halbstufen. Nein, das ist jetzt egal. Ich hab's jetzt so gemacht. Könnte man natürlich auch mal gesponnen. Sagen, man reißt es hier komplett weg. So. Ah ne, das geht ja. Das geht ja schon mal gar nicht wegen der wegen der Übergänge hier. Nein, nein, nein. Vergessen Sie das. Nehmen Sie Ihr Bett und legen Sie sich demütig ins Bett. Legen Sie sich hin. Hören Sie auf, so eine albernen Idioten-Ideen immer zu haben. Die findet keiner toll. Und ich sehe gerade, die Folge ist um. Ja, dann machen wir hier auch Schluss und machen beim nächsten Mal dann damit weiter, hier noch so, ja, so Feuerschalen drauf zu bauen oder ein bisschen Feuertürme in gewissen Abständen, um dem Ganzen hier noch so eine Verhighlightung zu geben. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einmal ein komplettes Stück Mauer bebaut. Die anderen Stücke Mauer, die mache ich dann so. So. Ja, ja. Ja, so mache ich die dann. Könnt ihr mal sehen dann. So. Oh. Ja. Ich meine, kann ich jetzt... Das ist so ein... Das ist so ein blödes Detail hier, aber es. Man will es ja runder hinbekommen. Da kann ich es ja so nicht machen. Nein, wir lassen das jetzt so, kann es bleiben. Fertig. Und ich muss mir dann überlegen, wo ich die Feuerschalenabstände hinmache. Diesen Wegpunkt mache ich jetzt mal aus hier. Ist da gerade was Brennendes langgelaufen? Nein, das ist da hinten. Sind es nur die Flammen, die daraus lodern? Ja, und dann, wie gesagt, kommen hier die Anubis-Statuen drauf. Ich hoffe, das ist groß genug dafür. Das muss ich mir nochmal anschauen. Die bewachen dann hier den Zugang und da vorne kommen auch noch welche hin. Ja, das sind die Wächter der Toten sozusagen. Aber genug von Tod und Grausamkeit. Ich gehe nochmal in die Pyramide. Und wir... sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Da oben ist ein Skelett. Der Hund. Ciao.